Für unser heutiges Angebot brauchst du eine Baumwolltasche, einen Hammer und ganz viele verschiedene Blüten. Die Baumwolltasche drehst du so, dass das Innere nach außen zeigt. Die Tasche sollte auf einer hölzernen Unterlage liegen. Lege dir deine Blumen bereit und stecke die Blüten in die Tasche. Lege dir deine Blütenblätter so in die Tasche, wie es dir gefällt, und mache ein schönes Blütenarrangement. Und bist du damit fertig, kommt es nun zum Zauberspruch. Klopfe mit dem Zauber Hokus Pokus und dem Zauberhammer auf die gefüllte Tasche. Plötzlich erscheinen, wie von Zauberhand, farbige Stellen auf der Tasche. Der Zauber mit dem Hammer ist so stark, dass die Blütenfarben sogar auf der hölzernen Unterlage zu sehen sind. Wenn du Lust hast, kannst du noch mehr Blüten und Blätter in die Tasche hineinlegen. Und nun klopfe wieder mit dem Zauber Hokus Pokus und dem Zauberhammer auf die gefüllte Tasche. Und zum Schluss kannst du nun die dicken Blüten aus der Tasche nehmen und die Tasche auf die rechte Seite drehen. Die restlichen Blütenblätter lässt du einfach trocknen und zupfst sie später ab. Und Hokus Pokus, fertig ist die Blütenzaubertasche. Gezaubert mit Blumen, Blättern und dem Zauberhammer.